Heimspiel extra. Wir sind bei der Frankfurter Eintracht. Ja, die Saison ist gelaufen, aber was für eine. Das waren spannende Wochen, vor allen Dingen in letzter Zeit, und darüber sprechen wir jetzt. Ja, und wir sprechen mit dem Vorstandssprecher der Eintracht, mit Axel Hellmann. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, schönen guten Tag. Jetzt sitzen wir hier in einem leeren Stadion. Das kennen wir die ganze Saison schon über. Trotzdem, wie weh hat das für Sie persönlich die Saison getan, wenn Sie hier ins Stadion gegangen sind und es waren Knallerspiele wie gegen Dortmund und dann sind einfach keine Fans da? Es hat sehr weh getan und ich muss sagen, es ist ja eigentlich eine historische Saison, weil, glaube ich, seit dem Zweiten Weltkrieg, als die quasi Ligen wieder angefangen haben in unterschiedlicher Struktur, wir eigentlich immer auch Zuschauer hatten, egal auf welchem Dorfplatz man im Prinzip stand und ob die an der Seitenlinie standen oder auf Tribünen und alles neu aufgebaut worden ist. Eine Situation, dass wir eigentlich so einen populären Sport stattfinden lassen und niemand die Möglichkeit hat, teilzunehmen, gab es noch nie. Es ist ein ganz komisches Gefühl, weil ich kann Ihnen sagen, wir sitzen da immer mit 10 Leuten pro Delegation bei den Spielen und das ist ein anderer Sport. Das ist auch eine ganz andere Veranstaltung, als das vorher war. Und ich sage jedes Mal zu Peter Fischer, gehen wir da raus und sagen, das ist ein Schmerz, ein Phantomschmerz, den man quasi hat. Jetzt ist es am Ende der Saison Platz 5 für die Eintracht geworden. Das waren turbulente letzte Wochen. Wann kommt bei Ihnen so der Punkt, wo Sie sagen können, vielleicht irgendwann, ja, Platz 5, da kann man sich auch drüber freuen? Naja, das beginnt schon, weil ich gucke natürlich jetzt schon in großer Regelmäßigkeit in die anderen internationalen Ligen, wer wie wo abschließt und wer potenzielle Gegner sein könnten in der Euroleague. Und da zeichnet sich ja ab, dass wirklich prominente Namen in dieser neu gestalteten Euroleague sein werden. Also wir werden ja es gar nicht so sehr, ich sag mal, mit Albanien und Nordirland zu tun haben, sondern wirklich mit Vertretern großer Ligen, das heißt große Clubnamen, werden in der Euroleague spielen. Es beginnt sich ein Gefühl einzustellen, dass wir wirklich auch Großes geleistet haben. Aber ich glaube, das braucht bei mir auch noch mal 2-3 Wochen, bis ich wirklich alles abhaken kann, was in dieser Saison passiert ist. Das wollen wir jetzt ein bisschen aufarbeiten, vor allen Dingen die letzten Wochen. Die waren ja sehr emotional für die Eintracht. Und ich würde das gerne tun mit einem Zitat von Sebastian Rode, der im Kicker über den feststehenden Abgang von Adi Hütter zu Borussia Mönchengladbach gesagt hat, dass man erst dachte, dass es einen gar nicht so sehr beschäftigt. Aber dann hat er folgendes Zitat gesagt: "Aber auf uns ist schon viel eingeprasselt. Wenn die komplette sportliche Leitung wegbricht, ist es menschlich, dass die Spieler ins Grübeln kommen. Was ist eigentlich los? Wir spielen die beste Saison der Eintracht-Geschichte und alle gehen weg." Haben Sie zu dem Zeitpunkt, als es feststand, dass Adi Hütter nach Gladbach geht, mit der Mannschaft, mit den Spielern über das Thema gesprochen? Das haben wir, und zwar auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Einige der Spieler kennen wir ja viele Jahre und auch teilweise als Jugendspieler. Schon wenn ich an Timmy Chandler denke zum Beispiel, da gibt es einfach auch Drähte, die sind so verlässlich und vertraulich, dass man tatsächlich auch den einen oder anderen einfach mal ansprechen kann, um zu fragen, wie er die Lage sieht. Und wir haben natürlich überhaupt gar keine Anzeichen, sowohl aus der Mannschaft als auch aus dem Team, um das Team herum gehabt, auch aus den Gesprächen mit Adi und auch mit Fredi, dass wir auf der Zielgeraden irgendwie an Leistung oder Qualität verlieren könnten. Das ist ein wichtiger, entscheidender Gradmesser, weil ich glaube, das ist anders als im Abstiegskampf, wo du sagst, du musst jetzt unbedingt irgendwie die letzte Patrone, die dir noch bleibt, bei manchen sogar einen Spieltag vor Ende, irgendwie ziehen, um das Unmögliche zu schaffen. Wir sind in einer anderen Situation. Wir hatten eine gefestigte Mannschaft und die war auch in sich, unabhängig jetzt von der Trainerfrage, eine gefestigte Einheit. Und ich glaube übrigens auch, dass zu keinem Zeitpunkt irgendwie Luft aus dem Leistungsballon gegangen ist. Also ich glaube, Adi hat 100% im Training Vollgas reingelegt und die Dinge genauso gemacht wie vorher auch. Der ist ja auch ein sehr ambitionierter, sehr erfolgsorientierter Trainer. Aber in den Spielen war der Leistungsabfall ja doch deutlich vernehmbar. Genau, aber das ist ja das, was ich noch ergänzen wollte. Ich glaube, dass es einen Faktor gibt, den man so nicht immer greifen kann und nicht sehen kann. Die einen würden es Glaubwürdigkeit nennen, die andere Metaphysik. Es ist schwer, glaube ich, dafür den richtigen Begriff zu finden. An irgendeiner Stelle geht tatsächlich der Leistungslevel nach unten. Und das haben wir gesehen bei Rose, das haben wir gesehen bei Nagelsmann. Das sind ja Top-Trainer, Adi Hütter auch ein Top-Trainer auf Top-Niveau. Wir reden also nicht über Abstiegskampf, sondern wir reden über Dinge, die nach vorne gerichtet sind. Und da glaube ich, dass trotz bestem Willen, trotz Anstrengung aller, trotz des Willens, das größtmögliche Ziel zu erreichen, das würde ich niemandem absprechen,
wir doch, und dafür sprechen ja auch jetzt die Aussagen und Analysen der Spieler, am Ende sich irgendwas verändert. Und ich glaube, das müssen wir auch für die Zukunft einfach mit in Erwägung ziehen, dass das eine Rolle spielt. Wenn Sie jetzt gesagt haben, es gab so den Zeitpunkt, wo der Leistungsabfall dann doch irgendwo erkennbar war, gab es mal einen Moment, wo Sie nach dem Spiel, ich sag mal, in einer ruhigen Minute nach Hause gefahren sind und so in sich hineingehorcht haben und gesagt haben, das wird so mit dem Trainer, den wir hier haben, nicht mehr machbar sein, die Champions League? Den gab es nicht, und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil so eine Entscheidung trifft man einmal und mit allen guten Erwägungen. Und wenn man anfängt, jede Woche sich wieder neu mit den Gremien zu sortieren und zu sagen, machen wir jetzt was anderes, dann wird man keine Ruhe reinbringen. So eine Debatte muss man einmal führen und dann muss man sie entscheiden und dann muss man sie durchziehen. Aber haben Sie sie geführt? Oder? Ja, natürlich haben wir uns darüber unterhalten, ob wir was machen müssen. Wir haben aber genau nach den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, also aus vielen Gesprächen mit dem Trainer, aus Gesprächen mit Freddy Bobic, aus Gesprächen mit Spielern, mit Umfeld, ganz klar die Erkenntnis gezogen, alle wollen Erfolg, wir ziehen durch. Und wer hat genau die Debatte geführt? Wir haben ja unsere sehr beliebten Thesen in unserer Heimspielsendung. Und eine These in dieser Saison war, Hütter ist unentlastbar, was darauf abzielt, dass ja mit Freddy Bobic, der sportliche Entscheider im Vorstand, auch seinen Abgang schon angekündigt hat und der auch feststand. Also wer hat letztendlich darüber diskutiert, ob man Adi Hütter freistellen wird oder nicht? Also wir haben ja eine relativ klare Schlachtordnung gewählt. Oliver Frankenbach hat die Verantwortlichkeiten übernommen, also auch die Themen. Das heißt nicht, dass er Sportvorstand geworden ist, sondern der war in alle Themen eingebunden und wir waren trotz allem zu jedem Zeitpunkt als Vorstand handlungsfähig. Und bei Freddy Bobic will ich auch mal klar sagen, der hat sich nicht verabschiedet vorzeitig, sondern der war hier, der hat wahnsinnig viele Vorgänge geführt und mit begleitet. Bei dem gibt es auch keinen Millimeter Leistungsabfall. Ja, nach seinem Weggang. Der ist bis zum letzten Tag voll in den Themen drin gewesen und hat für Eintracht Frankfurt die Dinge geregelt. Und das ist bei Oliver Frankenbach genauso. Also wir haben im Vorstand natürlich nach wie vor Vorstandssitzungen gehabt, Themen besprochen. Da gab es überhaupt gar kein Vakuum. Ich habe immer gelesen, es gibt ein Vakuum bei Eintracht Frankfurt. Also wenn ich sehe, was wir in der Zeit, ja, dazu kommen wir sicherlich auch heute noch, an Entscheidungen getroffen haben, an langfristigen Entscheidungen, nicht nur im Sport, sondern auch darüber hinaus, dann hat es nie ein Vakuum gegeben. Aber klar ist, dass wir uns in so einer Situation mit dem Hauptausschuss, dem Aufsichtsrat besprechen. Diese Debatte ist unerlässlich in jedem Club, glaube ich, in so einer Situation, weil sie muss von Geschlossenheit getragen sein. Und nur wenn man hinbekommt, dass alle, und das war wirklich einstimmig, gesagt haben, hier vertreten wir eine konsequente Linie, weil wir daran glauben, dass es funktioniert, dann muss man das einmal führen und dann muss man es durchziehen. Wann haben Sie die Diskussion geführt? Nach welchem Spiel? Nein, unmittelbar natürlich, nachdem Adi Hütter seine Entscheidung bekannt gegeben hat, uns verlassen zu wollen. Aber da will ich auch noch mal darauf hinweisen. Gucken Sie sich noch mal das an, das war vor der englischen Woche. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass wir dann hingehen und ich sage mal zu der Zeitpunkt, glaube ich, war Friedhelm Funkel ja noch nicht in Köln und sagen, wir sind jetzt der Meinung, wir müssen da mal was verändern, holen Friedhelm Funkel, setzen den auf den Trainerposten und dann geht das mit der Champions League schief, obwohl wir diese Informationen bekommen hätten. Also wissen Sie, das ist eine hypothetische Betrachtung. So oder so, am Ende wird es vom Ergebnis her gemessen. Aber wenn Sie jetzt sagen, das ist eine Entscheidung, die trifft man einmal, das ist nachvollziehbar, muss man aber nicht vielleicht auch sagen, okay, wir haben dann gesehen, da sind viele Spiele gekommen, die absolut dann doch nicht so gelaufen sind, wie wir es uns erhofft haben, wo wir haben Punkte liegen lassen. Dann muss man sich vielleicht doch nochmal zusammensetzen und diese gemeinsame Stand-Jetzt-Entscheidung nach dem Gladbach-Spiel überdenken. Vielleicht wären ja die letzten drei Spieltage noch. Ja, aber da sind wir jetzt wieder bei hätte, wenn und aber und hypothetisch. Und es ist natürlich total leicht, dass Sie sich sozusagen jeden Montag quasi hinsetzen und immer das Spielergebnis daran bewerten. Wir müssen eine Entscheidung auf den uns zugrunde liegenden Fakten treffen. Und natürlich haben wir Spiele verloren. Und natürlich haben wir Spiele auch so deutlich verloren, wie wir sie vorher nicht deutlich verloren haben. Aber ich sage Ihnen immer, Sie müssen eine Interessenabwägung treffen. Haben Sie eine funktionierende Einheit? Und wenn Ihnen keiner sagt, die funktioniert nicht mehr, ja, glauben Sie, dann kann irgendeiner von außen reingrätschen und dort was machen. Das ist der größte Fehler, den Sie im Fußball machen können. Dann müssen Sie ihn mit dieser Einheit durchziehen. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass wenn Sie diejenigen, die den Erfolg absolut wollen, in der Verantwortung haben, die größte Wahrscheinlichkeit auf den Erfolgseintritt auch haben.
die Fans ein bisschen in Wallung gebracht hat oder sehr in Wallung gebracht hat, haben Interviews von Adi Hütter und von Freddy Bobic kurz nach Spielende. Das fing in Gladbach schon an, als Adi Hütter sagt, es ändern sich die Farben und das Stadion und der Rest bleibt gleich. Das erste Mal, als Sie sich dann geäußert haben, war nach dem Spiel gegen Schalke 04, wo Sie den beiden auch sehr stark widersprochen haben, dass es eben jetzt nicht der Zeitpunkt ist, sich über den fünften Platz zu freuen, sondern erstmal noch Platz ist für Enttäuschung, dass man diese historische Champions League Chance nicht geschafft hat. Warum haben Sie sich erst zu spät zu Wort gemeldet? Warum war das erst der Zeitpunkt, wo Sie wieder versucht haben, diese Deutungshoheit über die Saison zurückzugewinnen? Beide sind Impulsmenschen und glaube ich auch angefasst gewesen natürlich davon, dass ihnen der sportliche Erfolg nicht so zugekommen ist, wie sie sich das selber vorgestellt haben und gewünscht haben. Deswegen würde ich nicht jede Aussage auf die Goldwaage legen und das war auch immer meine Meinung. Ja, ich habe vorher gesagt, weil ich jetzt beide natürlich auch aus der Nähe kenne, 3 und 5 Jahre und weiß, aus der Situation heraus geht vielleicht auch mal ein Satz über die Lippen, den man, wenn man noch mal drüber nachdenken würde, in einer ruhigen Minute so nicht sagen würde. Aber das war ja mehrfach. Ja, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass natürlich auch der Druck enorm war. Und deswegen ist auch meine Herangehensweise in solchen Momenten nicht irgendwie mit einer Kommentierung Öl ins Feuer zu gießen. Das halte ich auch für wichtig. Schalke war eine andere Situation. Wir haben beim Tabellenletzten aus meiner Sicht die letzte Chance verspielt. Das auch auf eine blamable Art und Weise. Und ich glaube, es gehört zum Selbstverständnis eines Clubs wie Eintracht Frankfurt aus den Erfolgen der letzten Jahre, die ja ganz maßgeblich von Freddy Bobic und Adi Hütter entwickelt und mitgeprägt worden sind, Ambitionen nicht zurückzustellen und nicht aus der Dramaturgie dieser Saison heraus zu schnell zufrieden gewesen zu sein und zu sagen, der fünfte Platz ist auch okay. Dass wir das in 2, 3 Wochen wahrscheinlich alle so fühlen und spätestens dann, wenn wir in Monaco bei der Auslosung sind, alle so sehen werden, ist meiner Ansicht nach klar. Dass wir aber in einer solchen Situation, wo viele Menschen das Gefühl hatten, es hatte was von Rostock 92, und glauben Sie mir, das war nicht nur Hardcore-Fans, nicht nur die Familien, die berühmten Familienväter, die Rostock noch erlebt haben, sondern das waren Sponsoren, das Medienumfeld, die Stimmungslage in dieser Region war, wir haben bitter enttäuscht. Damit muss man umgehen. Das ist auch unsere Aufgabe als Vorstand, das aufzugreifen und damit und nicht zur Tagesordnung überzugehen, sondern das auch zu benennen. Und deswegen habe ich vorher auch keinen Grund gesehen, in die Kommunikation einzugreifen. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch Aufgabe der Sportverantwortlichen, ihre Bewertung vorzunehmen. Beim Schalke-Spiel schien mir das nicht mehr vertretbar. Wie persönlich enttäuscht waren Sie denn, als Adi Hütter und Freddy Bobic entschieden haben, den Weg außerhalb der Eintracht zu suchen und damit vielleicht auch ein Stück weit Ihre persönliche Karriere, Ihr Glück, ich sag mal, über das Team irgendwo zu stellen? Nee, persönlich enttäuscht. Ach, erstmal, meine persönlichen Befindlichkeiten spielen ja gar keine Rolle. Ich glaube, für die Eintracht hätte ich mir andere Zeitpunkte gewünscht und ein anderes Vorgehen, also entweder früher oder später. Mhm. Aber jeder muss seine Lebens- und Karriereentscheidung selber treffen. Das haben wir alle zu respektieren. Das haben wir nicht nur auf dem Papier zu respektieren, sondern auch gelebt. Und das hat sich auch in den letzten Wochen im Umgang miteinander dann auch wieder gezeigt. Das kann man respektieren, damit kann man professionell umgehen. Die andere Frage ist, wie empfinden das die Menschen und wie empfinden das die Spieler? Und ich glaube, da wiederum müssen auch Adi Hütter und Freddy Bobic respektieren, dass es dazu ein heterogenes Meinungsbild gibt und die Sache sehr unterschiedlich bewertet wird. Wir kommen dann wieder ins Hypothetische, welche Auswirkungen hat das gehabt oder nicht, da will ich gar nicht spekulieren. Aber das ist die Lebensentscheidung beider, von Adi und Freddy gewesen, beider Personen. Das müssen wir akzeptieren. Jetzt erleben wir seit über einem Jahr keine Fans im Stadion hier. Fehlen die Fans auch als Feedback-Kultur? Denn man hat ja deutlich auch gemerkt in den letzten Wochen, dass da die Stimmung gegenüber Adi Hütter auch gekippt ist.
Ach, ich glaube, die Fans erreichen uns auf vielen Wegen und vielen Kanälen. Also wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Stimmungsbild. Ob man eine Sondersituation, das ist ja das, worauf Sie anspielen, so eine Drucksituation im Stadion möglicherweise mit Pfiffen oder Transparenten oder sowas, ob die in der Sache helfen, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, da hätte man vielleicht das ein oder andere Mütchen gekühlt, aber das wäre für die Grundentscheidung des Clubs nicht hilfreich gewesen. Es hätte nur die Dinge in der entscheidenden Phase schwieriger gemacht. Ich glaube grundsätzlich, dass Fans ein gutes Korrektiv sind in wichtigen Fragen. So haben wir das auch immer gehalten. Deswegen haben wir auch Gremien und Organisationsformen, wo die Meinung der Fans aufgegriffen und gespiegelt werden. Aber nicht alles taugt dann auch dazu, dass es im Stadion ausgetragen wird. Das Verpassen der Champions League hat natürlich eine sehr, sehr große Tragweite jetzt auch für die Eintracht, weil Spieler den Verein verlassen werden. Silva, das sagen Sie immer Kostic, so. Also das ist auch Mika, so ein Thema bei Ihnen in den Sendungen. Manchmal, die sind doch alle weg, oder? Manchmal ist es wirklich so, halten wir uns die Bäuche vor Lachen bei den Themen. Das ist doch schön, wir wollen ja unterhalten. Absolut, das gelingt Ihnen, das gelingt Ihnen auch vortrefflich. Was an Meldungen und Thesen, natürlich ist das auch Teil des Konzepts, deswegen glaube ich, verstehen wir uns da auch professionell, aber es ist tatsächlich so, sie liegen manchmal sehr fern von den Realitäten. Ich würde Ihnen gar nicht sagen, ob ich Ihnen jetzt schon einen nennen kann, bei dem ich sicher bin, dass der geht. Das gilt auch für Silva. Wissen Sie, sie müssen auch mal so sehen, wir haben Spieler mit einem beachtlichen Marktwert. Wir sind in der Situation, dass wir keinen verkaufen müssen. Was sagt uns das? Das sagt uns, es müssen erstmal Angebote von wirtschaftlicher Relevanz auf den Tisch. Und da wollen wir mal in dieser Situation, in diesem Sommer sehen, wer in der Lage ist, unsere Preisschilder auch zu treffen. Weil verschenken werden wir keinen Spieler, weil wir es nicht müssen. Das ist vielleicht das eine, aber vielleicht will der ein oder andere Spieler ja Champions League spielen. Ja, will er vielleicht. Und vielleicht hat der ein oder andere auch besondere Interessen an bestimmten Clubs, wo auch immer. Aber da wird der Club kommen müssen und wird uns eine Offerte auf den Tisch legen müssen, die passt. Das ist ganz einfach. Also deswegen, ich sehe diesen Exodus, den Sie immer unterstellen, den ich auch immer lesen kann, der mag ja sein, dass das vielleicht am Ende so kommt. Aber dann kann ich Ihnen eins sagen, dann haben wir zumindest Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft. Aktuell sehe ich das überhaupt nicht. Wenn Sie jetzt sagen, da ist noch gar nichts entschieden. Fakt ist ja, Broich ist gegangen oder geht, Herr Polenz auch. Das sind ja nicht die Einzigen, die jetzt die Eintracht verlassen. Wenn man sich das so anschaut, wir haben auch da eine These, die wir in unserer Sendung schon mal gespielt haben, mitgenommen. Ist die launische Diva zurück am Main? Auch das ist so eine Frage, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommen kann. Also Sie müssen eins sehen, als Fredi Bobic gekommen ist, hat er wahnsinnig viele Mitarbeiter ausgetauscht und wahnsinnig viele Veränderungen vorgenommen. Weil er immer gesagt hat, wenn ich die Gesamtverantwortung für den Sport habe, was richtig ist, dann muss ich auch sicherstellen, dass genau mein Leistungsansatz, und Fredi ist sehr ambitioniert und seine Erwartungshaltung an die Mitarbeiter ist hoch, und dass genau dieses Leistungsniveau sich durchsetzt bis in die letzte Position, auf die er Einfluss hat. Und deswegen hat er viele Leute mitgebracht. Die Konsequenz ist logischerweise, dass wenn er geht, er auch ein paar Leute mitnimmt und es auch zu personellen Veränderungen kommen wird. Da wird ein neuer kommen, der ist ja bekannt, Markus Krösche, fängt ab 1.6. an. Ein paar Personalien. Und arbeitet schon für ein bisschen bestimmt. Sicherlich führt er das ein oder andere Telefonat, das mag gut sein, aber da werden auch ein paar Leute jetzt irgendwie nachkommen, weil jetzt trägt er die Gesamtverantwortung. Und damit muss er sicherstellen, dass seine Philosophie, sein Leistungsdenken sich durchsetzt bis in jede Position. Und ich vernehme natürlich auch die Kritik, die es am Leistungszentrum gibt. Das ist ein sensiblerer Punkt, weil da Nachhaltigkeit und Langfristigkeit wichtiger wäre als im Alltagsgeschäft, im Profigeschäft, das immer mal Veränderungen hat. Aber auch hier, die Verantwortung liegt beim Sportvorstand. Sie lag vorher bei Fredi Bobic, auch fürs Leistungszentrum. Sie liegt jetzt bei Markus Krösche. Auch da liegen die Personalentscheidungen in den Händen des Verantwortlichen. Wann kommt der neue Trainer? Auch das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, weil wir natürlich auch in so einer Gemengelage sind, dass das ein bisschen passen muss mit dem Kommen von Markus Krösche. Aber ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Aber so viele sind ja nicht mehr verfügbar, das oder? Sagen Sie. Auch da. Das ist auch, Dann klären Sie mich auf. Ja, ich werde Ihnen ganz sicher keine Namen sagen. Ich werde auch ganz sicher die vermeintlich abgesagt oder von Listen runter sind, nicht kommentieren. Da halten wir uns dann nicht vor Lachen, die Bäuche, aber da sind wir manchmal erstaunt, weil dann höre ich, der hätte irgendwie abgesagt, das war schon beim Sportvorstand so.
den haben wir aber gar nicht gefragt. Also das ist so irre, wie viele Namen da lanciert werden. Und Sie können irgendwann noch mal Philipp Holzer fragen, der wirklich extrem viel Zeit in diesen Prozess gelegt hat und aus meiner Sicht das hervorragend gemacht hat. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, aber ich kann Ihnen nur meine Meinung dazu sagen. Und der dann immer sagt, da hat einer abgesagt, der hat sich bei mir selber dreimal ins Spiel gebracht. Ich habe mit dem überhaupt gar nicht telefoniert. Also das ist schon irre. Und in der Trainerfrage sind wir genauso vorgegangen. Größere Liste, kleinere Liste, engere Liste, alles vorbereitet. Markus Krösche, Oliver Fangbach hat mit Ben Manga alles vorbereitet, ihm auf den Tisch gelegt. Und ich glaube, da wird es jetzt um die Nuancen der Abwägung und Vertragsdetails gehen. Der Rest ist nicht in meiner Macht, sondern das entscheidet bei uns der neue Sportvorstand. Das klingt doch ganz flott, dass da was passieren könnte. Wir haben jetzt viel über Verpassen der Champions League gesprochen. Die Eintracht kann aber auch noch einen Titel gewinnen. Ne? Darüber wollen wir jetzt sprechen, nämlich über das Pokalfinale der Frauen gegen Wolfsburg. Nächstes Wochenende. Und mit dem Pokal hat ja die Eintracht super Erfahrungen gemacht. Warum nicht auch bei den Frauen jetzt, oder? Ja, das sehen wir auch so. Erstmal haben wir aber eine große Demut vor der Leistung, die über zwei Dekaden der FFC auf dem Feld erbracht hat. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt der Abo als Eintracht Frankfurt der Abo-Pokalsieger ist, sondern das ist eine Tradition, die bringt der FFC mit. Und der FFC hat auch in seiner DNA das Gewinnen von Finals drin. Wir haben das auch drin, können auch große Mannschaften oder stärkere schlagen. Ich glaube, da ist zwischen Männerfußball und Frauenfußball in diesem Gefühl, das ein Club vermitteln kann, kein großer Unterschied. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten Zuschauer bei dem Finale, weil da bin ich ganz sicher, wären auch ein paar Tausend aus Frankfurt hingefahren und dann hätte sich der VfL Wolfsburg auch ganz warm anziehen können, weil das ist unsere Pokalatmosphäre, die hätten wir kreiert. Auch so bin ich sicher, sind die bis in die Haarspitzen motiviert, weil Pokal hat gute Tradition. Wie ist eigentlich diese Annäherung zwischen dem FFC und der Frankfurter Eintracht entstanden? Das war ja in dem Sinne jetzt keine spontane Aktion, oder? Nein, wir haben schon eigentlich vor Jahren, Sigi Dittrich und ich, vor 4, 5 Jahren schon mal drüber gesprochen, weil der Sigi Dittrich ist in der Lage, sehr weit in die Zukunft zu gucken und hat für den Frauenfußball sehr schnell, sehr früh erkannt, dass es schwierig wird, diese klassischen alten Frauenfußballclubs in ihrer Struktur auf hohem Niveau am Leben zu erhalten, wird eine ganz besondere Herausforderung. Und wenn Sie so wollen, gibt es von den großen Alten eigentlich nur noch Turbine Potsdam. Alle anderen sind Stück für Stück aus dem Feld der Topclubs verschwunden. Und Sigi hat gesehen, das wird dem FFC genauso gehen, wenn er nicht sich unter ein gutes, großes Dach wendet. Deswegen ist das ist kein Thema über Nacht gewesen, sondern vielleicht sollte man sogar noch einen Schritt zurückgehen. Die Eintracht hat ja selber die Entscheidung für Frauenfußball getroffen. Ich war damals im Präsidium. Das war im Verein nicht einfach, weil es erhebliche Widerstände gegen das Thema Frauenfußball gab, aus Gründen, die, sagen wir mal, meiner Generation überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Wir haben das, Peter Fischer und ich, damals wirklich durchgeboxt. Aber wir haben immer gesagt, die Eintracht, solange es den FFC gibt, geht nicht in den Profibereich des Frauenfußballs. Weil das eine Konkurrenz bedeutet hätte, die am Ende den Standort geschwächt hätte. Jetzt mussten wir aber zur Kenntnis nehmen, für den FFC ist die Lage immer schwieriger geworden. Deswegen haben wir diese Gespräche forciert. Und dann auch vor 2,5 Jahren ganz konkret geführt mit der Zielsetzung der Fusion. Das ist alles super über die Bühne gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die wir in der jüngeren Geschichte getroffen haben. Weil ich glaube, das passt hervorragend. Und in einer Stadt wie Frankfurt, an diesem Standort, musst du auch als Eintracht Frankfurt mit deinem Diversifizierungsanspruch, musst du in der Lage sein, sowas unter einem Dach erfolgreich zu gestalten. Also war das auch eine Art Verpflichtung irgendwo, weil man gemerkt hat, dass der Zug einfach in die Richtung fährt mit Männervereinen, die auch im Frauenfußball sich engagieren. Das sieht man in Deutschland, sieht man aber auch europaweit. Das klingt mir eine Spur zu technisch, aber in der Tat, wir haben es als Verpflichtung für den Sportstandort gesehen. Weil wenn Sie so eine Tradition aufbauen mit solchen Erfolgen, dann kann es eigentlich nicht sein, dass sowas Stück für Stück zerfällt oder zurückgeht oder immer kleiner wird, weil das hätte am Ende den Frauenfußballstandort Frankfurt gefährdet.
Und das wollten wir auf keinen Fall. Wir wollen weiter eine Hochburg des Frauenfußballs sein, mit vielen Mädchenmannschaften, mit vielen Frauenmannschaften, so viele es irgendwie geht, weil ich glaube, dass es auch dem Profifußball sehr gut, also dem Männerprofifußball, sehr gut zu Gesicht steht, sich hier weiter zu öffnen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch dem DFB und vielleicht auch perspektivisch der DFL gut zu Gesicht stehen würde, sich hier zu öffnen, mehr Medien hineinzunehmen in die Ausstrahlung und den Vertrieb des Frauenfußballs. Ich glaube, hier haben wir enorme Defizite, da gibt es viel zu tun und gleichzeitig auch die Strukturen auf der Verbandsebene dafür zu öffnen. Das heißt, auch eine Frau als DFB-Präsidentin? Für mich ist total egal, ob Mann oder Frau, es ist eine Frage der Kompetenz und der Frage der Fähigkeit. Und die Person, die kommt, die Persönlichkeit, die kommt, die wird in Zukunft zusammenführen müssen, was auseinandergegangen ist, gerade im Männerfußball, diese Lager, diese Fraktion. Ich glaube, dass die Chance, und vielleicht ist es einfach erforderlich, weil Frauen bislang in diesen Klüngeln nicht so integriert waren, ich will mal sagen, nicht verbraucht waren, ja, mit neuen Gesichtern zu arbeiten. Was ich aber für falsch hielte, ist wieder nur Fraueninitiativen sowas führen zu lassen, sondern den Begriff, den ich eher verwenden würde, wäre Mixed Leaderships, also in gemeinsamen, gemischten Führungsverantwortlichkeiten. Ich glaube, dass das gut ist. Und ich will mal eins dazu sagen. Da will ich hier nicht wie der Wanderprediger daherkommen. Ich gucke auf Eintracht Frankfurt und stelle fest, im Vorstand nur Männer, im Aufsichtsrat nur Männer und in der zweiten Führungsebene ganz überwiegend nur Männer. Also das beginnt bei uns selbst, der Prozess. Da können Sie sicher sein. Welche Ziele verfolgen Sie denn mit den Eintracht Frankfurt Frauen? Naja, das Wichtige ist, wir wollen für einen Frauen- und Mädchenspielstil stehen, der uns besonders macht, so wie wir uns ja dafür auch im Männerfußball entschieden haben. Einfach auf einen Spielstil zu gehen, der eine Robustheit hat, eine Mentalität, auch mal körperlich, es auch mal wehtut. Da geht es nach vorne, da geht es darum, die Menschen authentisch zu begeistern. Frankfurt, die Region Frankfurt-Rhein-Main, ist auch ein bisschen knackiger, härter, schneller. Und ich glaube, wir müssen immer gucken, dass der Fußball, der gespielt wird, auch so passt zu dem, was in der Region an Zeitgeist herrscht. Und nur dann bist du als Club wirklich authentisch. Und das ist das Wichtigste. Für mich ist gar nicht die Tabellenplatzierung entscheidend. Und ich würde auch niemals sagen, wir müssen Dritter werden oder Meister oder irgendwas in der Richtung, sondern für mich ist entscheidend attraktiver Spielstil, junge Mädchen, Frauen entwickeln, damit die im Spitzenfußball ankommen. Und wenn ich mir da unsere Mannschaft angucke, Altersdurchschnitt, Spielweise, und vielleicht ist die Tabellenplatzierung noch nicht so, dass der ein oder andere zufrieden ist, aber gucken Sie mal auf die Tordifferenz, ja, und wie es bei uns dann auch nach vorne geht. Vielleicht fangen wir mal das ein oder andere Tor zu viel, vielleicht verlieren wir auch mal ein Spiel unglücklich, aber ich mag einfach den Stil, die Handschrift auch von Nico Arnautis als Trainer ist ganz klar zu sehen, der gibt dem Ganzen eine Fasson, mit der wir sehr, sehr zufrieden sind. Und wenn am Ende ein Titel rausspringt, umso besser. Aber daran allein messen wir die Arbeit im Frauenfußball nicht. Dann sind wir gespannt. Vielleicht wird es ja am Samstag schon der Titel. Ganz herzlichen Dank, Axel Hellmann, für Ihre Zeit. Vielen Dank. Gerne. Und vielen Dank fürs Interesse.